Aloha, Freunde der wunderschönen Videospielunterhaltung. Herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3, der große Zerstörer. Es ist soweit, die letzte Mission. Lange darauf gewartet. Das heißt, dieser Sie erzählen Part also, dass Sie unter der könnte Führung auch eines der russischen letzte sein. Agenten Ihren befehlshabenden Offizier erschossen haben, richtig? Wenn Sie uns sonst nichts von Interesse zu erzählen haben, ist dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gebe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Die Bank stürzte ein. Al-Bashir ist tot, ihre Einheit ist tot, Dima ist vermutlich tot, Kafarov ist tot. 80.000 Franzosen sind ums Leben gekommen. Das alles waren Ihre Zeugen, Sergeant. Und sicher wissen wir nur, dass Sie Ihren Vorgesetzten getötet Bring haben. Ihn rein. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht! Er ist ein Mörder! Sie haben das Video doch gesehen! Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Himmel, Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch! Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren. Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nahe am Feuer. Aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Solomon benutzt die Bilder. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wie er alle benutzt. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben schon eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist noch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden. Am 14. dieses Monats. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solomon wird zuschlagen. Welche Uhrzeit stand da? 6 Uhr 2. Warum? Dave, vertraust du mir? Oh ja. Okay. Dann tu, was ich tue. Okay, los geht's. Letzte Mission. Roms, Tischbein in die Fresse. So einfach geht's. Ich komme ja. Lass den alten Mann mal Zeit. Bring auf den scheiß Zug, Black. Du hast nur eine Chance. Go! Jetzt kennt ihr die Szene hier. Diese Szene kam auch im ersten Part vor. Aber jetzt nicht mehr Semper Fidelis, sondern der große Zerstörer. Jetzt geht's auch ein bisschen schneller voran. Und hier liegen auch schon die UMP.
oh, 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 nein, 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 nein. Oh, Leute. So, M1014. Und wieder mal zack in die Fresse und raus. Hoppala, na, habe ich jetzt Schluck auf? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und Leertaste. Hep. Mistkerl. Die schnapp ich mir. Leertaste hämmern. Yeah, geschafft. Nein, ihr werdet schön wieder weggehen. Juhu. Ist man bücken, ne? Oh. Mal die AK-74U aufgenommen. Boah, Junge. Oh, oh. Ich glaube, ich werde mal dieses Junge, das ich immer sage, als mein Markenzeichen machen, damit ihr es akzeptiert. Ich sag nicht Mensch oder Alter oder College und ich sage immer Junge. Ey, alter Junge. Diese Gossensprache, ne? Wo hat er die AK-74U jetzt her? Seht ihr allein, Mann? Nein, falsche Taste! Oh. Ja, Dice. Ihr habt mich ausgetrickt jetzt. Ah, Mist. Haben sie, glaube ich, extra gemacht, die rechte Taste. Jetzt nochmal. Nochmal, wo hatte die die AK-74U her? Seht ihr allein, Mann? Wer ist bei Ihnen? Sie sind gut, Soldat. Sogar sehr gut. Und was jetzt? Ich habe keine Angst vor... Noch Manno! Was ist mit Ihnen? Ey, ich hasse es. So, nochmal. Tief einatmen. Tief ausatmen. Wieder, wo hatte die AK-74U her? Rein in die Fresse. Und nochmal rechte Maustaste. Wer ist bei Ihnen? Sie sind gut, Soldat. Sogar sehr gut. Und was jetzt? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Was ist mit Ihnen? Der Reich! Los, 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 los! Du da, halt ihn auf! Haha, ich war schneller. Und runter. Laservisier for the win, ne? Leute, die mir auch. Seid ihr für mich? Ah, oh, oh. Haha, daneben. Wer hat die geworfen? Noch eine! Na, der ist tot. Und hoch hier. Wenn immer einer online oder offline bei Origin geht, dann leckt mein Spiel ein bisschen rum. Das nervt mich ein bisschen, aber...
Das kann man leider nicht. Weiß ich jetzt nicht. Tag nicht! Schnell rein! Los doch, sonst entkommen Sie! Polizeifunk meldet bewaffnete Männer am Times Square. Die müssen von der BLA sein. Schnall dich an! Ja, schnell nachgeladen, ne? Ah. So, jetzt. Konzentration. Taste? Er haut sich selbst in die Fresse. Er zieht mich hinterher. Das war's. Salomon ist tot. Und da haben wir mit zwei Toten Battlefield 3 Strahlung durchgespielt. Ist wie das Leben. Ein einziges schädigendes Ereignis. Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov. Und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich traue um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist. Okay, er hat nicht geschossen. Dice Devil um Team Lead Team. Wir haben es geschafft. Endlich. Ja. Ein sehr aufregendes Let's Play. Actionreich natürlich auch. Hat mich noch ein bisschen die Nerven gekostet. Es ist auch sehr, sagen wir mal so, schwer auf normal gewesen. Hätte ich wahrscheinlich auf schwer gespielt, hätte ich es jetzt immer noch nicht durch. Ja. Was kann man jetzt noch dazu sagen? War ein wunderschönes Let's Play. Hat sich leider über die Jahre gezogen. Leider. Nein, über die Monate. Als nächstes werde ich wahrscheinlich weiter mit Stalker machen. Nicht alleine.
Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play mit Evil Kniebel. Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Viel Spaß noch. Jetzt beim Outro. Beim Abspann. Dann sehen wir uns vielleicht in einem weiteren Let's Play wieder. Und in 4 Monaten oder 3 Monaten ist es soweit. Battlefield 4 wird rauskommen, kommt auch raus, wird von mir aufgenommen, Let's Played. Und erwartet halt wieder mal ein wunderschönes Let's Play von Battlefield. Ich sage nur, haut rein YouTube und tschüss.